Okay. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Hier, Overlay, passt farblich zusammen, siehst du mal. Ich dachte mir, ich mache uns was Feines hier, damit es alles so mehr oder weniger zum Stil passt. Mal sehen, wie das so laufen wird. So. Während ihr da irgendwas weiterredet von Horde und Allianz, ich weiß nicht, was ihr meint, ist sehr merkwürdig. Fangen wir an, hier auch, diesmal lade ich es auch auf YouTube. Ich habe Mirror's Edge bisher einmal privat gespielt, irgendwann kurz nachdem es released wurde. Einmal haben wir es im Stream gespielt. Oh Gott, Historiel, danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Dann haben wir es noch einmal gespielt vor 4 Jahren im Stream. Damals, als Twitch TV noch Justin TV geheißen hat. Also das ist schon eine ganze Weile her, dass wir hier Mirror's Edge gespielt haben. Und damals in der Qualität von 360p. Also im lauter Pixelbrei-Untergangs... sah nicht gut aus. Jetzt dachte ich mir, Mirror's Edge Catalyst kommt am Donnerstag raus, am 9.6., dass wir nochmal einen schnellen Run hier durchmachen. Naja, schnell. Ich hoffe, es wird schnell laufen. Eventuell kacke ich voll ab, dann dauert es ein bisschen länger. Aber... Kressen, danke für die, auch an dich für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Ich nehme an, wir werden heute und morgen den Stream damit verbringen, Mirror's Edge durchzuspielen, uns ein bisschen vorzuwärmen, ein bisschen frisch ins Gedächtnis zu rufen, um was ging's genau, wie hat sich's so gespielt, wie sah es aus, und dann haben wir den direkten Vergleich für den Donnerstag. So, normal ist der höchste Schwierigkeitsgrad, gibt nur leicht und normal. Zumindest am Anfang. Dann machen wir natürlich normal. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurückfällst, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an, schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Historie, kann ich dir absolut zustimmen. 2009 rausgekommen, total gesuchtet. Ich hab's nicht so sehr gesuchtet. Ich hab's eher normal gespielt, quasi. Halt einmal damals durchgezockt, als es rausgekommen ist, irgendwann im gleichen Jahr, glaube ich, sogar noch, weil mir der Artstyle so gut gefallen hat von Mirror's Edge hier. Weil es einfach so ganz anders aussah. Und, ja. Das ist jetzt hier so ein kleines Training für unsere liebe Dame. Und... Was ich aber gerne mache zu Mirror's Edge, ich gucke mir sehr gerne Speedruns an, noch zu der Zeit, als ich zum Beispiel Cherno damals gespielt hat. Das habe ich sehr gerne. Ah, Mirror's Edge, lange ist es her. Da ist sie. Häng dich dran. Zeit ein bisschen wieder. Willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wieder. Aufwärmen! Das Spiel ist schon einige Zeit draußen und nicht ganz unbekannt. Ja, viele Leute kennen hier Mirror's Edge, aber kommerziell war das leider, soweit ich weiß, nicht so ein ganz großer Erfolg. Deswegen, das war so eine Sache. Oh. Du sollst nicht über den Kasten klettern. Kletter über den Zaun, Junge. Okay. Wirst du das Game komplett im Livestream durchzocken? Ja.
Heute und morgen, an zwei Tagen, will ich Mirror's Edge durchzocken und dann gucken wir einfach mal, wie lange ich dafür brauche. Ich bin nämlich selbst nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen lauter machen, oder? Bin ich laut genug? Das Game ist relativ laut. Vielleicht können wir auch kurz... Ich höre gerade hier vielleicht so ein bisschen so... ein bisschen Sprache und dann... Ich höre dich nicht. Vielleicht, wenn wir ein stärkeres Signal hätten. Kauf dir Signal! Immer die roten Stellen nutzen. Ja, ja, schon klar. Aber ich wollte trotzdem ausprobieren, ob auch der andere Weg gegangen wäre. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Ich sehe das Game zum ersten Mal. Echt? Ich bin sehr gespannt, wie lange wir brauchen werden. Ich glaube, ich habe bisher immer so 6 Stunden gebraucht oder irgendwie sowas. Weil meistens laufe ich recht gemütlich durch, weil ich mag es mir auch, die Gegend anzusehen und so. Mir gefällt einfach dieser schöne, helle Stil. Aber sehr schöner Parkour-Runner. Parkour-Runner? Hille? So, was willst du jetzt von mir? Einfach hoch. Auch wenn er etwas länger brauchen wird. Ja, ja. Also, hier weiß ich nicht, weil hier gibt es keine Sachen zum Einsammeln oder irgendwie sowas. Aber normalerweise bin ich so eher der Typ, der relativ lange braucht, um Games durchzuspielen, weil ich immer sehr gründlich bin, in jeder Ecke nachgucken gehe, wo man etwas einsammeln kann. Und, ja. Aber Mirror's Edge gibt es ja allgemein weniger, ne? Gibt ja kein Inventar oder sonst irgendetwas. Könnte auch sein, dass ich an irgendwelchen Stellen einfach nur hier total am Verkacken bin. Das kann natürlich immer sein. Wie lässt man sich nochmal fallen? Shift. Ist war knapp. Die einen zocken Call of Duty und nicht einen kleineren Titel namens Mirror's Edge. Mirror's Edge. Ja, ja. Persönlich... Gut, so die ganz großen Titel wie Mirror's Edge und so weiter, die habe ich sowieso nie so... habe ich vor allem immer gerne gespielt und so größere Titel wie Call of Duty sind eher an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das letzte Call of Duty, was ich so richtig gespielt habe, war Modern Warfare 2. Ich glaube, das war auch eines so der beliebtesten. Mark will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los! Ich kann das nicht! Ja. Meh! Full to the titties, Longer. Ich glaube, das Blocken hat da nicht gebracht. Hat da nichts gebracht. Diese Tritte und sowas benutze ich eh nie. Bisher bin ich in Mirror's Edge, glaube ich, einfach immer an allen Gegnern vorbeigelaufen. Ich habe nie irgendwie irgendwelche Jumpkicks gemacht, okay, oder irgendwie sowas. Lass uns ein bisschen entwaffnen üben. Nur für den Fall. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt machen werde, aber ich habe es damals auf jeden Fall so gemacht. Eher einfach durchs Level. Durch! Lass mich zum Ziel! Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und deinen einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Modern Warfare 2 kam das nicht 2009 rein. Kann sein. Kann sein. Wirst du mehr die Gegner wegklatschen oder wegrennen, um schneller durchzukommen und nutzt du auch ein paar Glitches? Ne, Glitches benutze ich gar keine. Ich will ganz normal, okay, ganz normalen Run machen durch Mirror's Edge. Ganz normal! Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Nein, wo läufst du hin? Ja, spielen. Ich werde absichtlich keine Glitches benutzen. Und wahrscheinlich werde ich eher von den Gegnern weglaufen und so. Zumindest ist das geplant. Ich will auch alle Cutscenes und so weiter zeigen. Alles, was so dazugehört. Oh, ich wusste gar nicht, dass sogar das erste Mirror's Edge auch von DICE war.
ja, die Vögel sind total beeindruckt, Faye. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren. Celeste hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Sie erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Jawohl! Wir sind schon voll dabei! Winning! Eine Frage, die mich immer interessierte. Wie kamst du auf den Nickname Stone? So mal als Off-Topic. Genau, Ausrufezeichen Name. Bam! Done! So, warte mal. Es ist gerade relativ laut wieder, gell? So habe ich so das Gefühl. Lass mich, Das ist echt doof, weil ich habe hier nur Gesamtlautstärke und Musik, aber ich habe nicht Soundeffekt-Lautstärke. Deswegen... Ich mach's mal hier. Nicht. Vielleicht, wenn wir ein stärkeres Signal hätten. Die Musik können wir eigentlich auch lauter drehen und dann... Wir müssen dann noch die eine gute Balance, glaube ich, finden. Weil die Windgeräusche und so, ich glaube, die werden kaum bis gar nicht beeinflusst. Von den Soundeinstellungen, Mann! Okay, jetzt wisst ihr immerhin schon, wer ist Faith. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bring ihr den Koffer, sie übernimmt dann den Rest. Hallo, Arabellaza! Halt dich fest, Longer. Wollte schon gerade sagen. Kaum im Spiel, schon in Speedrun versaut. Ja. Ich glaube... Warte, ich hab eine bessere Idee, wie ich das für euch mache, weil ich das hier nicht so gut einstellen kann. Mach's mal für mich ein bisschen leiser und ich mache es mal in OBS für euch auch ein bisschen leiser. Das ist halt nicht ganz so... Nicht ganz so laut ist. Und dann sollte es schon besser sein. Ich kann mich jetzt gerade erinnern, ich glaube, man konnte irgendwie Koffer oder irgendwie sowas einsammeln. Irgendwelche Collectibles, was eh keiner eingesammelt hat. Außer dann natürlich, wenn du halt deutlich mehr Zeit mit Mirror's Edge in Mirror's Edge investiert hast. Dann vielleicht, hallo? Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Hallo? Faith, bitte verlass mich nicht. Ich glaube, Faith hat keine fucking... Okay. Moment. Ich muss jetzt Faith hier kurz in meinen Task Manager holen. Mirror's Edge mag es nämlich übrigens auch nicht so sehr, wenn man oft in das Game rein und wieder raus und rein und wieder raus. Aber gut, die wenigsten sind Streamer oder machen Aufnahmen und müssen dann die ganze Zeit irgendwas anpassen oder so. Aber okay. Der Anfang geht ja fix und danach wird's eh mal gespeichert. Schon ist das Spiel down, ja. Ja, Mirror's Edge ist ja älter. Ich hoffe, Catalyst wird da nicht solche Rein-Raus-Switch-Probleme haben, was das angeht. Aber das Tutorial können wir auch überspringen, was wir zum Beispiel jetzt gezockt haben und so. Deswegen ist es kein Problem. Das ist kein Problem. Wollte mal sagen, dass mich der Fakt, dass du selbst nach 2-3 Jahren Oblivion zockst, mich mit Nostalgie überflogen hat. Danke dafür, kein Problem. Ja, ja. Da kommt man schwer von los. Von sowas wie Oblivion. Vor allem, wenn man größtenteils das gleiche Game gezockt hat, dann... Tonk. Dann kommt man schwer davon los, weil nur eins angeguckt wird. Aber Historie freut mich, dass du der Geschichte, wie es aussieht, noch etwas abgewinnen kannst. Das ist ja schon mal etwas. Oh Gott, ich will in den Chat reingucken und dann bin ich am Sterben. Du kennst eh alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bring ihr den Koffer. Sie übernimmt dann den Rest. Celeste ist schon so lange am Warten. Yep. Celeste hat sogar einen Neustart überlebt hier. John, wie geht's so, Games 9? John, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Mir geht's ausgezeichnet. Heute ist ein guter Tag. Klingt, als einer ein paar Kopf zu dir unterwegs. Die haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli.
Mirror's Edge. Ah, genau, das waren diese Sammelkoffer. Koffer, Lagerpunkten, Versteck, ja. Eine Runner-Glyphe zeigt, ob ein Lagerplatz irgendwo in der Nähe ist. Da ist, ich will euch mal nur kurz zeigen, damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Hier, guck. Wenn hier so irgendwo so ein Symbol irgendwo aufgedruckt ist, dann wisst ihr schon, dass ein Koffer da irgendwo, whoopsie, irgendwo in der Nähe sein kann oder soll. Nur mal so, gell, als allgemeine Info, ja. For the Horde, jawohl, Morogai, that's the spirit. Solltest immer versuchen, deinen Gegnern zu entkommen. Lass ihn den Koffer fallen. Niemals! Niemals! Ich probier's ja schon! Ich geb dir Celeste. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Wo will ich lang? Faith ist unterwegs. Halt dich bereit. Wow! Oh, langer. Oh. Alalalala, long. Wo will ich überhaupt hin? Gegner nicht umgehen kannst, werden von Runner Vision rot markiert. Bekämpf sie oder renn an ihnen vorbei. Ah. Oh, falsche Taste. Ich stehe auf ihm. In den Sack. Okay, lauf einfach weiter, Longer. Halt dich fest. Einfach schlag in die Klöten, dann geht das. Beeil dich, die GPS klebt an dir. Hey, wirf den Koffer rüber. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los. Oh, warte, ich hab grad getrunken. Ah! Oh man! Wow! Ich dachte, ich wäre zu tief gesprungen. Weg hier! Du wirst zwar bei Stone in Ungnade fallen, aber glaub ruhig, Smog. Wie werde ich denn belohnt? Mit Keksen, aber nur auf der Horde-Seite. Sollte ein entspannter Job werden, warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los. Ah, warte, jetzt, ihr hört es jetzt wahrscheinlich ein bisschen leiser, ne? Da mache ich ein bisschen. Abisless, so, gelle. Ich habe heute eine wichtige Prüfung bestanden. Oh, Arabellaza, Glückwunsch. Was ist? Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Ich kann mich nicht gegen Stone stellen, er hat meinem Sohn Kuscheltiere geschenkt. Eben. Aber die kamen vor allem von Sabrina, muss man dazu sagen. Sie hat sie organisiert. Oh, was? Ich bin mit meinem Finger ausgerutscht. God damn it. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Hallo Jojo, da stand Leertaste zum Überspringen und beim Runtergehen mit der Hand habe ich zufällig auf meinem Numpad Enter gedrückt. Oh. Warum hört das so schnell auf? Jetzt weiß ich nicht, was storymäßig passiert ist. Oh Mann. Aber jetzt weiß ich fürs nächste Mal, ne? Sollte ich aufpassen, bloß keine Taste zu drücken. Bloß nichts drücken. Drake meint, es gäbe Stress am West Island, bei Pope's Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. Wo wollen wir jetzt hin? Darüber? Ich weiß gar nicht, gab's hier...
Gab es sowas wie Bunny Hopping? Eine Möglichkeit, so seinen Running Speed Bonus da irgendwie zu vergrößern? Will ich überhaupt hier lang? Ne, da will ich lang. Gott, das ist aber ein bisschen weit. Willkommen in der Allianz. Allianz versichert. Kann ich das? Sieht ein bisschen weit aus. Gut abgerollt. Kein Problem. Ah, dieses grüne Gebäude auch. Nice. Grün, weiß, rot, weiß, Mirror's Edge. BTF, du streamst einfach jeden Tag. Aktuell schon, ja. Weil ich hab erst gestern herausgefunden, dass Mirror's Edge Catalyst jetzt rauskommt. Und da muss man natürlich vorsorgen, ne? Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden, ein kleines bisschen vom Paradies. So, diesmal überspringe ich nichts. Ich muss mir dann, nachdem ich hier durchgespielt habe, nochmal die Anfangsszene, die ich jetzt zufällig übersprungen habe, nochmal auf YouTube angucken oder so, weil... Kate. Ich will das mitbekommen. Was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann die nicht... Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, sie spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Und Faith. Danke. Alles wird gut. Sie wollten dir nur was anhängen. Schaffen das gemeinsam. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Halte alt links gedrückt, richtige Richtung anzuzeigen. Ist eigentlich eine gute Frage. Shit! Wow! Oh, hier habe ich mich so oft verlaufen damals. In diesem Gebäude. Hier kommt jetzt irgendwo gleich eine Stelle, wo ich einfach nicht wusste. Das Vorteam rückt vor, Faith. Such einen Weg darauf. Los. Warte, wo war das jetzt? Ich kann mich erinnern, hier musste man irgendwo so einen crazy Jump machen und ich habe damals... Oder? Es war irgendwo in diesem grünen Gebäude. Oh, geil. Das Kamera-Switch. Oder so. Zieh ich hoch, Faith! Das hier, das habe ich nie gefunden, irgendwie damals. Oh, ich hab mich gerollt, Junge! Oder war das hier, wo ich nicht wusste? Ich weiß gerade gar nicht. Oh. Zieh dich hoch! Faith! Ach da, genau.
So war das. Das war, ich weiß nicht, wie man am besten nicht immer hochgekommen ist, aber das habe ich auch übersehen. Jetzt beruhigt euch mal. Schaut rein, um Stone kurz was zu fragen. Alles klar. Dann frag. Ich habe schon wieder Shift gedrückt. Faith, wenn ich dir sage, dass du dich rollen sollst, dann roll dich. Was ist eigentlich aus Pen and Paper geworden? Also hauptsächlich hat sich bei... Es ging ja eine Weile lang... Oh Gott, hier geht's weiter. Es ging eine Weile lang immer... Oh Gott! Hin und her damit und... Oh Gott! Und entweder ich hatte keine Zeit oder Rykros hatte keine Zeit. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass... Rykros ja noch einen extra Job genommen hat und jetzt keine Zeit hat, das zu leiten. Deswegen... auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie können es nicht lassen. Ich dachte gerade, ich kann nicht durch hier laufen, weil da so ein Symbol ist. Nope. Yay. Schade, ich habe mich schon drauf gefreut. Ja, ich habe mich auch gefreut, aber... naja. Lebensumstände quasi haben dafür gesorgt, dass sich dann doch aus dem Pen and Paper andere Sachen entwickelt haben. Beziehungsweise eben nicht entwickelt haben. Nope, da. Ihr mit eurem Kack-Hubschrauber! Oh, was? Das sieht nicht so aus, als ob ich da durchlaufen sollte. Ich glaube, ich hatte einen Bug. Eine unbeabsichtigte Glitch. Oh, jetzt sieht's besser aus, ja. Hast du nicht gemeint, du hast das Spiel schon mal angezockt am Anfang? Ich hab's schon zweimal durchgezockt. Direkt bei Release und damals im Stream irgendwann mal. Also ja. Ey, drück doch den... Ach so, eh. Ich wollte den Knopf boxen, Mann! Suck it! Ja. Okay, du kannst durchatmen. Und ich habe gestern kurz das Tutorial, halt so die ersten 5 Minuten kurz getestet, aber halt nicht, nicht hier weitergezockt. Und so. Ja, das ist jetzt schon alles ein paar Jahre her. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Hallo, Linksklick. Reagiere. Mein Körper. Oh Gott. Mein Körper reagiert nicht so schnell, wie ich reagieren will. Ja, Stone, ja, was ja? Sie versuchen sich einzukesseln, schlag dich zur Plane durch. Was ja? Ja, ich hab's zweimal gespielt. Achso. Ist halt alles schon ein bisschen her, aber macht ja auch nichts. Sie versuchen dir den Weg abzuschneiden, Schritt durch, halt schnell. Ich versuch's! Help! Ich hatte noch nie einen Bug in Mirror's Edge. Es gibt einen Weg durch die Tunnel da vorne. Ich auch noch nicht, glaube ich. Das war gerade eben vorhin mein allererster Bug. Atme gleichmäßig weiter und lauf, Faith. Mein erster Mirror's Edge Bug. Mein erstes Mal. Egal, was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Was würdest du bei einem Gronk Raid machen, so mal nebenbei? Mich sehr freuen, natürlich. Auf der Plaza müsste es einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt dich raus.
Yo! Oh Gott, Loch. Nein, doch nicht. Ich laufe gerade irgendwie einfach nur der Nase nach. Ach, das ist richtig, aber. Okay. Boom! Saka! Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Das Spiel ist geil und krank zugleich, ja, ne? Okay, wo wollen wir jetzt lang? Du hast dich gerade abgehängt. Ich gebe dir Creek. Komm, Faith, hol dich hier auf. Ich weiß bis heute noch nicht so hundertprozentig, um was es in der Story geht, weil ich immer so beschäftigt mit Weglaufen war. Lauf doch! Ho! Nice. Das Spiel ist geil und krank zugleich, ja. Bist du okay? Komm schon. So ein paar Kernpunkte von der Story kenne ich noch, aber... Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Welche Systemanforderungen hat das Spiel? Die sind nicht so hoch, kannst du mal einfach googeln. Also es geht, es beansprucht nicht so viel. Das hier. Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Ja, Mann, Jackknife, der war das. Die Story lautet, Faith und ihre Schwester werden einen Mord angezettelt. Ich weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Ich meine, es ist so viel weiß, die haben sich da echt Texturarbeit gespart und so zum Teil, aber ich finde es einfach so stilistisch, so schön. Ich mag Mirror's Edge. Ist immer wieder ein Genuss, hier durchzuspielen. Also, die Story lautet, Faith und ihre Schwester werden einen Mord angezettelt und oder angehängt an den Toten, gerade eben, wo man es gesehen hat, und werden vom Regime der Stadt gejagt und sind an... Und sind an der, auf der Undercover-Suche nach dem echten Mörder. Ja. Aber ich werde jetzt nicht vorlesen, wer der echte Mörder ist. Historie, das hättest du auch einfach lassen können mit dem Schreiben. Für alle Leute, die es noch nicht kennen. Aber ja. Was, Schlonger? Was war dein Problem? Moment. Du Penner! Halt dich doch fest! What the fuck? So hoch ist es doch gar nicht! So schwer ist es doch gar nicht! Hallo? Komm! Stell dich nicht so an jetzt! Ach, guck mal! Easy! Warum war das jetzt so easy? Hallo? Was war das denn? Ey, Shift! Oh nein! Da sind sie wieder! Darf ich nicht Shift spammen vielleicht? Helikopter hat sich entdeckt. Ups, ich wollte Shift zum Rennen drücken. Shift mit Rennen funktioniert nicht!
Da stand Spoiler-Alarm. Ja, Junge! Spoiler bitte in Zukunft von Moderatoren entfernen und gar nicht im Chat hinschreiben. Hinschreiben, Spoiler, Doppelpunkt, und dann den Spoiler hinzuschreiben, bringt gar nichts, weil keiner von uns mehr ein fünfjähriger kleiner Sack ist, der im Schneckentempo am Lesen ist. Wenn du eine Zeile siehst, dann liest du einfach zack, und wenn da halt Spoiler steht und ein Wort dahinter, dann hast du halt den Spoiler mitgelesen. Deswegen bitte sehen, nicht mehr schreiben, unterlassen. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, Mirror's Edge ist schon eine Weile lang draußen und so, aber... Hallo, Shift, Mann. Spoiler einfach. Nein! Dankeschön! Oh, was? Das ist zu tief? God damn it! Auf den Kanälen rausfällen. In der Nähe gibt es einen Wartungszugang. Ich suche dir einen neuen Weg. Do it! Tut mir ja leid! Schon okay. Schon okay. Ich wusste sowieso schon, aber das andere halt nicht. Ja, es geht aber ja nicht um dich, sondern es geht natürlich um alle, ne? Einige kennen es vielleicht noch nicht oder so, wollen es dann zum ersten Mal sehen. Nice, dass du Ohren spielst, erstens. Zweitens, du musst diese kleinen Missionen machen, um weiterzukommen. Ich weiß, ich habe eine Komplettlösung. Kein Problem. Nur am Anfang habe ich ohne die Komplettlösung gespielt und dann habe ich mal nachgeguckt. Die mit dem Ork ist sehr wichtig. Ja, die mache ich aber am Ende. Ich habe schon einen Plan, keine Sorge. Oh Gott! Oh Gott! Oh, was habe ich getan? Ich wusste nicht mal, wo ich hinspringe! Ah! Ich bin einfach gerade ausgerannt. Suck it, Tür! Ich hatte Panik! Spoiler, everybody dies. Everybody. So, wo war ich? Da. Oh Gott. Was? Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Da ist eine Stange. Ach so. Falsche Richtung! Oh, shit! Meine Knie! Oh, hilft mir niemand! Der Vogel zieht ab, und außer da die Luft rein. Jetzt schwing ich in die Kanäle. Ja. Wie ist zu tief? Ich wollte mich so schön beeilen vorhin und eigentlich hat mich das Spiel gar nicht so gehetzt. Ich hab immer hier voll Stress, gell? Oh, da. Jupsa. Ich würde gerne ESO spielen und dabei den Stream schauen, aber dann steht mein Router in Flammen. Machst du beides an? Das Ding geht einfach in so einer Stichflamme auf. Hilfe, ich kann nicht mehr! Knopf. Oh, cool! Oh Gott, es geht wieder runter! Ah! Ich wollte gerade nur kurz den Chat lesen, auf einmal geht das Ding wieder zu. Orden des Drachen Let's Play habe ich auch bald geschaut. Nice, gerade am Nachholen, oder was?
Drück doch Shift, Mann! Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Guckt euch das hier an. Versuch es ja. Hier kommt gerade was durch. Mist. Sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Zieh dich hoch, Langer. Wie man einfach noch aus dem Gedächtnis weiß, wo es als nächstes weitergeht. Ja, ne? Bei Mirror's Edge Catalyst werde ich wahrscheinlich viel langsamer, am Anfang zumindest noch viel langsamer durchgehen. Weil ich mir erstmal die ganzen Gegenden noch anschauen werde, noch reinziehen werde, wie die aussehen und so. Bei Mirror's Edge kenne ich ja hier schon so ein bisschen. Da könnt ihr euch nebenbei angucken, was hier abgeht. Aus oder geh ihn aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Oh Gott, ich wollte einen Wallrun machen, aber da war nichts zum Wallrun. Es wäre fast in die Hose gegangen. Wo soll ich? Da lang? Wo will ich lang? Da. Wo will ich jetzt lang? Da lang. Da. Ha. Herz! Mein Herz! Sie sind tränenlos, raus da, Faith. Oh Gott, ich versuch's, da sind sie. Einen Moment, guten Tag. Guten Tag, die Herren. Ist das nicht der Richtige? Ach, das ist ein Knopf, den ich benutzen kann! Es war knapp. Die Knöpfe leuchten sonst normalerweise mehr. Was? Da war ich kurz verwirrt. Wirst du eigentlich den nächsten Elder Scrolls-Teil sofort zum Release zocken? Mal abgesehen davon, dass der Teil überhaupt nicht mal angekündigt wurde. Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Ich will es dann sofort, sobald es released ist, spielen. Bei Skyrim habe ich ja meine Chance verpasst, weil ich nur so einen schrottigen Laptop hatte. Oh, was? Warum? Ich wollte mich so am Rand so entlang dingsen, hat er wohl nicht ganz so funktioniert. Hat er mich nicht mehr machen lassen. Ja, nimm die Sniper von dem Typen und rotz die anderen weg. Habe ich mir auch erst überlegt, mit der Sniper die anderen abzuknallen, aber... Ich will eher die Runnerin sein. Ich hätte wohl abspringen sollen. Okay, jetzt aber mit Sprung hier, okay? Woo! Jetzt mit Schwung, knack. Gut, das war natürlich nur, um das spannender zu machen. Das mit Schwung hat nicht so ganz geklappt. Wie ging das hier nochmal? Übersehe ich gerade irgendwas? Übersehe ich irgendwo eine Stange oder so? Ich musste erstmal an Black Mirror-Teile denken, als ich den Titel gelesen habe. Kennt das jemand? Black Mirror? Sag mir etwas. War das nicht ein Point-and-Click? Der nächste der Elder Scrolls-Teile soll nach Gerüchten erst 2019 kommen. Ach ja, siehste, ist noch ordentlich Zeit. So, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Warte mal. Nee, ne? Was? Springe ich zu früh ab, oder? So, ich kann doch auch einfach... Oh, einfach Wallrun machen, Mann. Das ist der Hampton Town Zugangspunkt, dein Ausgangsfeld. Jackknife ist nicht mehr weit.
Ich denke mir da voll die komplizierten Sachen zusammen und dann... Und eigentlich muss ich nur ein bisschen Wallrun, einfach nur an der Seite entlang. Was? Wenn du nicht zu viel erkundest, also wie Stone, dann ja. Was dann ja? Zu irgendeinem Punkt, was für ein Spiel wie lange läuft. Also Aelerus, wenn du nicht so viel erkundest wie Stone, dann ja. Ich weiß nicht, über was habt ihr geredet? Über Nerim oder so? Hallo, ich hab doch... Du Sacklunge! Faith, bitte! Ich habe Faith in dich, dass du das richtig machst. Dann mal zur nächsten Frage dazu. Auch die letzte, sonst wird es zu viel Off-Topic. Ach, Off-Topic macht nichts. Diese Leute hier im Chat sind die Meister des Off-Topic. Für was für eine Region erhoffst du dir für den nächsten Teil so als Hauptrasse? Entweder Schwarzmarschen oder, also entweder Argonia oder Khajiit. Schwarzmarsch oder, ich muss immer nachdenken, was der andere Teil nochmal war. Das. Oh, warte! Ich dachte, unter mir wäre eine Plattform gewesen. Knack! Nein. Hier, warte. Was? Hallo? Was? Ich muss ja nochmal das Wasser abdrehen. Ich dachte irgendwie, das wäre schon weg. Tod! Intensiver Tod! Da das neue Elder Scrolls erst 2019 kommt, finde ich nicht so schlimm. Es gibt bis dahin noch so viele gute Spiele. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch nicht schlimm oder so. So, jetzt machen wir langsam. Das bisschen mit Chatlesen nebenbei ist Todesgefahr plus 5000. Alles klar, mach's gut. Killing. Hab eine Frage gestellt, ob ich Nerim noch durchbekommen könne, deswegen nicht so viele erkunden wie du. Ah, okay. Ja, ja, also wenn du nur die Hauptstory machst. Letztens in den YouTube-Kommentaren hat mir einer geschrieben, dass er 3 Tage für Nerim gebraucht hat. Also jetzt... 3 Tage und hauptsächlich die Hauptstory hat er gemacht. 3 Tage lang komplett durchzocken, dann schaffst du das. Argonia wäre ziemlich unrealistisch, da es dem Lore nach giftig für alle Rassen außer Argonian und den Hist ist. Alles mir egal. Ich will nur was Geiles. War das nicht richtig? Oh, doch, das... Da will ich wohl hin. Könntest du vielleicht noch mal kurz runterkommen? Fuck. Guck mal einmal in den Chat und ich weiß nicht mehr, was passiert. Woo. Oh mein Gott, Faith! Ich wollte, dass sie sich dran hochzieht, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Faith, jetzt. Bitte, Faith. Bitte jetzt normal. Das sind nur Gerüchte. Ja, alles, was mit dem Release zu tun hat... Oh, das ist einfacher. Ich glaube, der Kran war verwirrt am Anfang, weil ich es ja einmal hochgefahren habe und dann noch wieder runtergefahren, deswegen. Oh, was war das denn? Wo will ich lang? Aber hier ist ein Koffer! Extras! 3 von 30 Koffern eingesammelt. Yay! Boom! Boom! Oh Gott, ich gehe lieber weg. Bin ich? Jawohl. Das war Glück als mehr Glück als alles andere. Hör zu, Jack Knife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, Meister des Off-Topic, das ist doch mal ein schöner Ahnung, Titel. Nein! Nicht schöner Titel! Achso, Elsewire war das, genau. Elsewire oder Schwarzmaschen fände ich cool. Unabhängig davon, ob da irgendwas giftig ist. Dann spielen wir halt alle Rassen mit Gasmasken in den Schwarzmarschen. Scorpio! Noch ein Follow von dir. Hallo, danke.
Bediene dich an der Käseplatte. Was willst du jetzt wieder von mir noch? Ich verstehe nicht, wieso er nicht mein Shift frisst. Ja, komm. El Zubaya wäre wahrscheinlich am interessantesten mit der exotischen Wüste. Und tot! Pornos, echt? Es lädt wieder. Nee, bei mir sieht's gut aus. Oh Gott, ich muss gucken, wo ich hinrenne. Ah ja, ich habe ja gesagt, Echsen oder Katzen fände ich persönlich am interessantesten. Na, also geht. Also am wahrscheinlichsten ist, dass einfach mein Timing suckt. Was das Abrollen angeht. Immer diese dreckigen kaiserlichen. Jawohl. Ist immer das gleiche, Longa. Wollte testen, ob das geht. Ja, ja, das musst du nicht testen. Man kann refollowen. Oh, was? So oft man will. Was? Es geht ohne Probleme. Du verlierst den Faith. I know. Ich weiß nicht mal, wo er hingelaufen ist. Doch, ah doch, hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Die Tür ist nicht rot, also kann ich nicht durchlaufen. Verdammt. Ich laufe grundsätzlich nur in rote Türen rein. Die roten Türen sind mir die einzig sympathischen Türen. El Zubaya kenne ich schon, aber von der dazugehörigen Oblivion Mod. Oblivion? Nicht Skyrim Mod? Für Skyrim gab es eine El Zubaya Mod, die will ich auch noch irgendwann mal spielen. Also ich habe die schon mal gespielt, kurz nach Release, aber das ist schon ziemlich lange her. Deswegen... Ne. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Oh Gott, ja. Muss ich ja. Upp. Mup. Und dann... Ich persönlich glaube ja eh, dass es mehr als ein Land zu spielen gibt. Interessant. Meinst du, die haben... Ja. Was? Fey? Was war... Ich guck nach rechts. Jetzt zur nächsten Stange. Hui! Faith, was tust du? Dank Games 9 interessiere ich mich erst seit neuestem wieder für Oblivion. War vor Skyrim festgehangen. Ja, verständlich. So, jetzt Faith. Also, geht doch. Wo ist das Problem, Faith? Es ist aber zu hoch. Halt dich doch! Du bist genau an der Stange dran. Wieso willst du dich nicht dran festhalten? Warum? Warum willst du nicht? Warum willst du das nicht so machen, wie ich es will? Faith, was ist los, Faith? Sehe mir gerade die ganzen Mod-Let's Plays an. Nice. Oh mein Gott, dreimal an der gleichen Stelle. Ich raff's nicht. Was ist, wo, warum? Oder soll ich hier schon auf die andere Seite hüpfen oder so? Bin ich jetzt schon zu lange oder was? Vielleicht kann ich auch schon auf die andere Seite da hüpfen, weil irgendwie... Die Stange ist zwar rot, aber... Wieso kann ich nicht darüber? Oh, jetzt ging's. Okay. Oder muss ich warten, bis so der Arm von Faith so rausgeht, wie bei Uncharted oder sowas? Könnte auch sein. Ach, Shift, Junge. Gib Faith die Schuld. Ja, ohne Scheiß! Mädel, hast du gesehen, wie es gelaufen ist? Ich habe immer exakt zur Stange geguckt, aber der ist trotzdem nicht rübergesprungen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich hab's nicht Kraft, was falsch gegangen ist, Junge. Was war das? Mein. Wo bin ich jetzt? Okay. Gut.
was geil wäre, wäre ein komplett neuer Planet. Und nicht mehr Nieren. Ja, aber das glaube ich nicht. Die machen wahrscheinlich so lange mit Nieren weiter, bis es nichts mehr zu Nieren gibt, kontinentmäßig. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Aber mehr als ein Kontinent, glaube ich, würde ihnen das Geld fehlen. Zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling. Den Bug hatte ich auch, Spring in der Mitte. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Ich muss, glaube ich, immer so gucken, bis der Arm so rausgeht. Und dann kann ich so. Kommst du irgendwann zum Punkt? Roburn. Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen. Und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Stück Fleisch. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Roburn zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Link zum Elsewire-Mod für Oblivion in PM schicken. Ist nämlich echt sehenswert, den gibt es das ganze neue Gebiet dazu. Ja. Skyrim-Mod, Quests, Tieren, Rüstung, Waffen, intelligenten Rassen. Ja, Epic, schick's mir ruhig zu. Könnte sein, dass ich es schon kenne, aber mach ruhig. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Hallo, Faith. Sie hat mir Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Laufen ist das Einzige. Die eine Oblivion-Mod, Elsewire-Mod, gibt's nicht mehr auf dem Nexus. Ach, das macht nichts. In letzter Zeit hole ich alle möglichen Mods. Nicht vom Nexus. Bei Z-Burfeld International Shipping, nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Roburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Roburn klingt nicht wie der angenehmste Zeitgenosse. Sollte ich hier springen? Ja. Ab jetzt laufe ich an jede Kante erstmal ran, um zu checken, ob ich überhaupt den Sprung machen kann. Mods nicht vom Nexus, das sind die alten Lovers Lab Mods. nein, aber ich meine, ihr müsst ja nur in die Videobeschreibung meiner Mods gucken. Ne? Nur in die Videobeschreibung meiner Videos gucken und da seht ihr schon, woher ich meine Mods habe. Und die sind in letzter Zeit nicht sehr oft vom Nexus, weil viele der Mods, die sind halt eher so besondere kleine Blumen und die gibt es gar nicht beim Nexus. Warte, was übersehe ich gerade? Ja, bei der Holy Light! Nix da mit Holy Light, Longer! Kann ich an dieser Kiste hochrennen? Oh. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber das macht ja nichts. Da lang soll ich. Okay. Den hat mich jedes Mal so an, wie heißt's? An Hearthstone. Ne? Ist ja auch Blizzard, logischerweise. By the light! Wie kann ich mich eigentlich an Kanten hier fallen lassen? Also, so dass ich. Ne, genau das.
Das kam mir sehr wackelig und unbeabsichtigt vor, aber es hat funktioniert. Du willst ja um 8 Uhr Biopause machen. Ja, 8.30 Uhr so um den Dreh machen wir immer. Willst du nicht hoch? Willst du hier hoch? Nice. Und erstens, als Frage kann ich einen wichtigen Link zu Elex schicken. Einen wichtigen Link sogar. Oh shit, ja, dann natürlich. In einem Video, welches die Fraktionen gut erklärt, oder den Link zur Homepage von Elex. Ja, du kannst mir beides gerne... Habe ich hier nicht angefangen? Fuck. Jetzt habe ich einmal... Jetzt habe ich wieder... in den Chat geguckt und jetzt habe ich die Orientierung verloren, wo ich nochmal langlaufen wollte. Hilfe! Ach, da. Nicht die Beine brechen. Das mit den geilen Mods, die es auf dem Nexus nicht gibt, kenne ich aber auch. Trotzdem ist Nexus immer noch die größte Seite für Elder Scrolls. Ja, natürlich. Natürlich ist das die größte Seite. Für Mods. Die meisten Mods habe ich da ja auch. Ich schaue da immer noch am meisten drauf. Ja, ja, klar. Klaro, klaro. Das eine schließt da... Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Nice. Ich mag auch die, so diese ruhigeren Sequenzen sehr. So, wenn halt niemand mal nach mir ballert, wenn man so ganz gemütlich auch mal so ein bisschen sich umschauen gehen kann. Wie die Stadt aussieht und... Kann es sein, dass bei Mirror's Edge die Sonne 100-mal heller ist? Goddammit my eyes. Nee, die Sonne ist nicht unbedingt heller. Aber die Gebäude sind weiß. Und das reflektiert ganz schön. Vier von 30, wir sind auf gutem Weg. Mal eine Frage, wie kam es zum Hut? Über ein YouTube-Info-Video, wo ich irgendwann mal aus Scheiß einfach den Hut angezogen habe, als ich den frisch geschenkt bekommen hatte. Und ja, und alle haben gesagt, dass der Hut jetzt die neue Hauptrolle ist und dann habe ich den Hut einfach angelassen. Und dann bin ich einfach dabei, sogar mit Pfeil auf einem Laptop. Das ist aber ein praktischer Bildschirmschoner. Mirror's Edge hat halt die perfekte Abwechslung zwischen Action und Relaxen. Ja, also das Pacing ist in... Du redest vom Pacing wahrscheinlich. Das ist ziemlich gut gelungen, finde ich, bei Mirror's Edge. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Und... Are we clear? Sind wir klar? Ein Körper wie dieser hält sich nicht von alleine. Der verrückte Wrestler. Nein! Nicht so laut. Hast du bei Aufnahmen ohne... den Hut auch... Bei Aufnahmen ohne Facecam auch den Hut auf? Nein! Was hältst du von der Assassin's Creed-Serie? Teil 1 und 2 nice, danach habe ich nicht mehr gezockt. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Oh, da ist eine Scheibe. Kann man die Scheiben nicht einschlagen oder so? Raus da! Ich nehme einfach den Fahrstuhl. Nein, nicht? Okay.
Wir nehmen den einfachen Weg, gell? Ich kann mich leider nicht mehr so... Komm ich da? Oh Gott! Ich dachte, ich kann die Scheibe eintreten, während ich reinrenne. Einfach so, bäh! Aber irgendwie bin ich nur runtergefallen. Bin ich der Einzige, der zu WoW überhaupt nichts sagen kann? Ach nee, hier gibt's ja so einige, die nicht so genau wissen. Los, los, los! Nein! Was war das denn? Hä? Ich check's nicht. Wo soll ich lang? Ich will eigentlich... Fucking... Okay. Ich raff's nicht. Ich sehe nicht den Pfad. Ich sehe nicht den Pfad, Mann! Was zeigt mir? Dahin. Kann ich das... Doch, ich kann die Tür... Ich wusste doch, dass ich die Dinger einschlagen kann. Mann! Warum hast du dein FAQ gelöscht? Die Musik. Wegen der Musik. Ich musste das wegen der Musik löschen. So, ihr Sackgesichterlonger, jetzt aber. Ah, also. Aber das war nicht richtig, oder was? Scheißendreck. Wo lang jetzt? Staatsfeind Nummer 1! Faith, was machst du? Okay. Nein, was machst du? Da sollst du... Okay. Spring, Faith! Spring! Weiter, du hast ihn noch nicht abgeschüttelt. Bewegung, Bewegung! Ich bewege mich ja schon! Oh Gott! Voll eine reingeschlagen in den... Oh Gott, ich seh's! Yo! Das war knapp. Meh. Ja. God damn it. Hey, mach Ruf. Ruf, Ruf. Der klassische kaputte Fahrstuhl, ne? Ich lese gerade unter dem letzten Video, dass du was gesagt hast von Aufhören. Stimmt das? Mein letzten Video. Im Stream habe ich das mal erwähnt, ja. Ja. Je nachdem. Also es hängt von mehreren Sachen ab, aber erstmal keine Sorge, da ist wieder die Ratte. Apropos Ratte, es gab ja das Easter Egg hier mit der einen Ratte, ne? Wie Fuscht letztens gesagt hat. Deswegen. Jo, was? Hat Gnome mit dem Frodo überrollt. Von selbst zugehende Türen, was geht? Hast du eigentlich mit Lizenz das Oblivion Let's Play gestartet oder doch nachgeholt? Was? Was für eine Lizenz? Meinst du, ob ich extra bei Bethesda eine Lizenz angefragt habe? Nee, also ich hab... Die Cops schicken einen Helikopter. Ich habe keine spezielle Lizenz oder so. Keine Lizenz fürs Oblivion. Wo lang? Danke für die Links, Joni im Whisper. Ah, ich dachte, es wird noch ohne Beine brechen gehen.
Oh Gott. Ach, hier muss man kämpfen, ne? Bewegung, Bewegung! Oh, ich hab doch entwaffnet! Das war der letzte Phase. Also beweg dich. Gott. Puh. Sie hat unser Schnitzel. Ihr hinterher! Kibritzel! Wer hat mein Schnitzel? Kibritzel, wer hat mein Schnitzel? Ja, ja, die gute alte GEMA. Ja, wegen der GEMA musste ich leider mein FAQ löschen. Vom Kanal. Oh, guck mal. Secret. Okay, so Secret war es nicht. Ich muss hier. Ja, Faith hat unser Schnitzel. Kibritzel, das Schnitzel. Das ist Entschuldigung, falls das eine Beleidigung ist. Aber ich mag Schnitzel, also ist es keine Beleidigung. Gutes Schnitzel. Du bist ein gutes Schnitzel. Die Einschusslöcher zählen als Dekoration. Ja. Zerdepperte Scheiben als Air Conditioning. Ja. So heiß wie es ist, hätte gerne jeder zerdepperte Scheiben überall. Schnitzel. Kennt ihr das? Ihr lootet einen Gegner, der eine Waffe hat, die XXX Schwert heißt, weil sie einen Namen hat, verkauft ihr sie nicht und bunkert den Kram. Ja, Darkin, das ist bei mir ganz besonders schlimm. Alles, was irgendwie besonders heißt oder so, damit denke ich gleich, das muss man aufbewahren. Bitte. Halleluja. Ich habe kurz meinen Tod gesehen. Kannst du in der Biopause kurz auf die Homepage gehen? Will dein Gesicht sehen, wenn du sie siehst. Okay. Für 5 Euro mache ich's. Sell out, motherfucker. Wo will ich lang? Da will ich lang. Meh. Ja, ja, aber nee, Scherz beiseite. Kann ich schon machen, kann ich schon machen. Weiter vorne findest du Deckung. Ich nehme an, du denkst, dass ich beeindruckt sein werde davon? Oh, Faith. Wie kam's zum Käse-Image? Faith, warum bist du nicht an der... Faith möchte keinen Wallrun machen jetzt. Faith möchte... Faith, mach doch einen Wall... Ich... Faith... Ha? Mehr Glück als Verstand, Longer. Alles Absicht, ich wollte eigentlich hier auf diese Stange. Ich bin das absolute Gegenteil eines Veganers. Gut, dann sind wir uns einig. Schnitzel, Schnitzel. Aber stimmt, ja, wenn man Veganer ist, dann... Was war das? Nein, Faith. So sollst du rennen. Ey, die Physics, oh Gott, die Physics sehen so gut aus. Das Versteck ist auf der anderen Seite der Plaza. Versuch's ja. Ah. Oh, nicht hier lang? Ah. Wo lang? Wo lang? Ich finde nicht. Ich finde nicht den Ort, wo ich lang muss. Die Seite ist wirklich geil, ja? Okay, nice. Dann guck ich... Moment, ich bin die ganze Zeit von so einem Kack-Helikopter. Ich muss, glaube ich, nach oben. Warte. Guckt euch die Physik an! Da lang. Ach, da lang! Ach so. Boom, Sucker! Muss ein bisschen gucken. Oder es gibt auch ein veganes Schnitzel. Stimmt. Aber Schnitzel ist Schnitzel! Oh, das war mit der Zehenspitze drauf gerannt. Ich laufe die ganze Zeit nur nach der Nase nach. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier gerade richtig bin oder... Sieht aber gut aus.
war das gerade eben? Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Benutzt jemand Deus von Axe? Nee, ich dachte Deus von... Ups. Oh, andersrum. Ich dachte, Deus von Axe wären nur so bis 20 Jahre und danach benutzt man... Meine Freundin hasst Alaska und ich bin auf Dark Temptation umgestiegen. Ja, ich habe gehört, Dark Temptation soll eigentlich ganz... Faith, zieh dich hoch. Soll ja... Oh, ganz... Faith, bleib auf dem Ding drauf. Soll eigentlich ganz gut riechen. Halt nach Schokolade! Oh mein Jesus! Mit dem Windstoß. Oh, da oben. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt, Mann. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Kannst du Miller... Oh mein Jesus. Wer ist denn jetzt schon wieder hinter mir her? Der war ein Koffer, ich musste das holen. Wo wollen wir lang? Da wollen wir. Achso, sorry für Doppelposting. Wie kam es zum Käse-Image? Das hat alles damit angefangen, dass ich ein... Ich glaube, ich erzähle es dir gleich. Jetzt kommt gleich erstmal eine Cutscene. Aber im Prinzip brauchte ich ein Icon, also irgendein Profilbild. Und ich wollte irgendwas nehmen, was man auch von weit weg erkennt. Und dann nach so 10 Minuten überlegen, dachte ich mir, ja, was könnte man da so nehmen? Schnitzel vielleicht? Oder vielleicht Käse? Und Käse sah... Sah gut aus, klein reingezoomt, so ein Käsewürfel. Und dann blieb ich einfach beim Käsewürfel. Also das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Es hat keinen bestimmten Grund oder so. Er wollte, dass sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Kann es sein, dass jede Cutscene leiser wird? Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Mia, ist ihnen was zu geben. Mich. Ja. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen genau ausspricht, aber Mia ist auch eine geile Künstlerin. Könnt ihr mia.deviantart.com. Sie macht richtig geile... Mich interessiert okay. Schwarz-Weiß-Zeichnung. Den Hammer aus. Doch wenn sie nochmal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Oh, Faith, du bist so cool. Vermutlich werde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Reynolds Street. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roburns Meeting. Ist das Roburns Partner? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Probier's. Stell dich vor, wie Games 9 mit Schnitzel heute wohl aussehen würde. Sieht ein riesiges, drehendes Schnitzel vor sich. Das magische... Au, au! Au, okay. Jesus. Vergessen. Ich habe vergessen. Ich glaube, das Zittern und Vibrieren wollte mir mich wieder dran erinnern, dass es elektrisch geladen ist. Ich gucke in den Chat, währenddessen frittiere ich hier Faith. Tut mir echt leid, Faith, aber ich habe das vergessen. Name stimmt so in der Richtung, dann ist gut. Ja. Oh Gott, das ist ziemlich weit. Ja, das war ziemlich weit. Aber fast hätte es geklappt. Und das ist da auch rot. Das müsste klappen. Zieh dich hoch, Langer. Gibt es andere gesehen, abgesehen von Elder Scrolls 7 minus Edge 2, auf die du dich freust? Ich schaffe das. Das war echt knapp, aber es hat funktioniert. Auf andere Games, auf die ich mich freue. Ja... Nur Games, die noch nicht rausgekommen sind? Oder auch Games, auf die ich mich freue, die zu spielen, obwohl ich nur sie selbst noch nicht gespielt habe?
Games, die noch nicht released wurden, bin ich mir selbst nicht so sicher. Kann ich mich da dran hochziehen oder so? Was ist hier? Wieso bin ich hier rüber gerannt? Wieso wollte ich das? Bin ich hier? Warte. Was übersehe ich gerade? Kann ich den... Ach! Knopf! Danke. Ich wollte gerade sagen, konnte man nicht hier irgendwo die Elektrizität ausschalten? Dafür sind wir doch hergekommen. Ach so! Zieh dich hoch, bitte nicht sterben. Nicht, hier... Nicht Nacken brechen! Heißt es nicht, Hoffnung wird am besten frittiert serviert? Natürlich. Anders kenne ich den Spruch gar nicht. Und Käse wird am besten geschmolzen serviert. Ist ja klar. Oh. Nice. So viele Koffer. Eigentlich wollte ich... Schaffen wir den Sprung? Eigentlich... Natürlich, ich wollte hier lang. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite hüpfen, aber... Alles geplant. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Ich mag Faith ja eher medium verbrannt. Echt? Also ich mag meine Faith fit frittiert. Schön frittiert. Ich liebe dieses Spiel. Oh ja, ich auch. Ich liebe dieses Spiel sehr. Allein schon vom Stil her, wie das Ding aussieht und vom Gameplay her, weil es einfach was so komplett anderes ist. Mag das sehr. Ich freue mich schon so sehr auf Kettelist. Das wird der Hammer. Käse wird am besten mit Huhn und Panade serviert. Ach so. Ach so, natürlich. Ach so, ich glaube, ich muss mich fallen lassen. Bitte durch. Diese Ratte gibt es echt überall? Das heißt dann wohl nein. Keine Antwort heißt immer nein. Komm ich da hoch? Glaube. Ne! Jawohl. Und dann. Jo! Hüps, nice, und dann Chagalaga und ups und what the fuck und oh my Jesus. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und dann springe ich neben eine Leiter, pompf. Au. Donnerstag ist es soweit. Und vor allem, ich wusste, dass an Catalyst gearbeitet wird. Oder Catalyst, je nachdem, wie man es will. Ich wusste, dass daran gearbeitet wird. Aber ich habe erst gestern erfahren, dass es ja schon jetzt diese Woche am Donnerstag rauskommt. Und dann war ich umso freudiger. Fand ich es umso besser. Wir haben jetzt beschlossen, Schnitzel essen zu gehen. Nice. Gute Wahl. Gute Wahl. Ja. Oh. Ich habe in den Chat geguckt. Warum bin ich gerade gestorben? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich dachte, ich wäre nur eine Leiter hochgeklettert, aber irgendwie bin ich beim Leiter hochklettern. Oh, da ist Gas. Okay. Komm ich da? Ach so, das reicht. Okay. Ich gucke in den Chat, plötzlich Faith einfach tot. Faith? Faith? No! Irgendwie wird das hier ja mehr Foodporn anstatt Gameplay, ja. Ich meine, Essen ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Da habe ich... Was war das? Essen, über Essen rede ich gerne. Wenn wir wieder darüber reden, was für eine Fraktion in Skyrim am besten ist, da kriege ich wieder alle bisher Abreschreiz. Aber über Essen rede ich gerne. Essen ist gut. Miller, shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roeburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Wirst du auch Mirror's Edge 2 streamen? Ja, absolut. Direkt am Donnerstag, also wenn alles klappt und wenn ich Mirror's Edge...
Nase juckt. Was? Wenn ich Mirror's Edge habe, hier alles installiert ist und alles geklappt hat, Donnerstag komme ich erst relativ spät von der Uni nach Hause. Aber wenn ich zu Hause bin... Was war das, Longer? Aber wenn ich zu Hause bin, dann will ich, wenn ich mich nicht hier... Dann möchte ich direkt am Donnerstag mit Mirror's Edge 2 loslegen. Vergas. So viel Vergasung. Jesus fucking. Den habe ich vergessen. Niemand bedroht mich. Ich hab vergessen, dass er hier kommt. Hey. Ja, mir geht's gut. Der irre Longer. Kick ihn! Woo! Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pop erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Ah, bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar, klar. Als ob du so einen Typen vertrauen kannst. Shit, Merk, hier schießt jemand. Ropen hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Okay. Ich hatte dabei gar nicht mal das Gefühl, dass es ja eine Party wäre. Meh. Oh, Level wird geladen. Ich bin so schnell hier unterwegs. Ich will nach unten, oder? Nein! Nein! Lass los! Nein! Bewegung! Bewegung! Wo wollen wir lang? Hier ist ein Knopf. Drück den Knopf. Ich hab ganz genau gesehen, wo ich hinspringen muss, aber ich bin, glaube ich, zu früh abgesprungen oder so. Komm. Hey, bitte, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, aber irgendwie bist du nicht gesprungen. Guck mal, wie springst du? Wie springst du, Mädchen? Oh my G. Ich habe sogar Zeitlupe angemacht und sie springt. Hui, und dann nach unten, nach vorne, zurück. Hilfe. Also mehr als Zeitlupe kann ich dir echt nicht geben, Faith. Oh Gott. Komm, was ist dein Problem? Soll ich hier rüber springen? Oh, hier ist mehr Platz. Aber da sah es auch noch genug Platz aus. Komm. Jo, das war's. Das war die Lösung des Problems. Was? Wollte gerade sagen. Das war die Lösung des Problems. Müsst ihr mich die ganze Zeit weiterverfolgen? Er kann mit seinem harten Rohr zu Faith. Ja, Mann, er kam mit seinem harten Rohr. Ich verstärke dein Signal. Such du einen Weg. Kein Bonus-Loot? Jetzt fange ich doch wieder an, so ein bisschen zu gucken, wo es hier... So viele Türen. Ich mag Türen. Sehr. Mit was nimmst du eigentlich deine Videos Let's Plays auf? Video mit Fraps, Audio mit Audacity und ja. Ne. Ave. Muss ich dich erstmal wieder bitch slappen?
Wenn ich sage, dass du über die, dass du an der Wand entlang laufen sollst, Gelle. Gelle? Komm jetzt. Also. Ist doch easy. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Ah, ich finde es einfach so schön. Die Farbpalette von Mirror's Edge. Wie schon so oft so. Weiß mit Rot, Weiß mit Grün, Weiß mit Blau passt klasse. Fraps bestimmt gecrackt. Nee, ich mache meine Aufnahmen seit 5 Jahren. Irgendwann im Laufe der 5 Jahre habe ich schon mir eine legale Version geholt. Irgendwann müsste man das ja mal machen, gell? Oh Mann, die Cops kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. I know, ich versuche es ja. Weiter runter. Ja, ja. Ich wollte jetzt halt gucken, was da ist. Nein! Shit! Ach, da ist ein Knopf. Sie machen es zu, ich mach's einfach wieder auf! Schaut euch die Inhaltsstoffe an, zu was? Deo, der Mist kommt mir nicht auf die Haut. Ja, ich benutze auch kein Deo. Ich benutze nur ab und zu ein bisschen Parfum auf Kleidung oder so. Ein Spritzer. Verdächtige Gesichter. Weiß irgendjemand, wo ich lang soll? Nein! Hör auf, ihn anzuvisieren! Dreh dich um! Wieso? Ich war irgendwie zu... Ich war schon im Kampf drin. Jetzt hat sie ihn immer so angeguckt. Hey! Die Farben sind echt Hammer. Ja, ich liebe sie. Ich liebe sie sehr. Schneller! Hoch! Oh Gott, fast runtergefallen. Das war... Ja, aber ja. Ich habe jetzt auch kein Problem mit Deos oder so. Ich habe damals auch Deos benutzt. Ich meine, viele Leute, da gibt es viel Panikmache und so. Ah, ungesund für die Haut. Mein Gott, am nächsten Tag könntest du von einem Bus überfahren werden. Hab keine Angst. Nimm dir, was du brauchst. Ich werde ausschließlich den Duft der lieblichen Rosen frisch gepflückt. Ich verwende ausschließlich den Duft. Sehr gut. Oh was? Out of order override switch in my office. Ein Override switch. Override. Overwatch. Jetzt gerade, wo wir es von Overwatch hatten. Oh, was? Ich hänge mich nun auf diesen Türrahmen auf. Nein. Oh, ich komme nicht hoch genug, oder? Oh, doch. Da ich die Quest von dir gemacht habe, Joni, kriege ich dafür Boni, was? Janitor of the Month! Der Hausmeister des Monats! Yay! Feed Scruffy, füttere die Ratte. Die Ratte, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hätte mir Fuscht im Chat gestern nicht gesagt, dass überall eine kleine Ratte unterwegs ist. Oder dass man immer wieder eine kleine Ratte sehen kann. Wäre mir wahrscheinlich nie aufgefallen. Ne? Wäre mir höchstwahrscheinlich nie aufgefallen, dass... ständig irgendwo halt eine Ratte vorkommt, ne?
WTF, wie unhygienisch hier alle sind. Echt? Was haben die anderen geschrieben? Ich hab's nicht gesehen. Wer ist unhygienisch? Oh mein Gott. Hat irgendjemand geschrieben, also ich dusche mich nur einmal die Woche. Und meinen Sack dusche ich nur alle 2 Wochen. Den säubere ich noch seltener, weil das muss doch das richtige Aroma haben. Die Cops kommen näher. Beweg dich, Faith. Oh, hier ist zu. Verliere dein Signal.